Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben jetzt gerade sehr, sehr schönes Wetter draußen und ich sitze hier und mache gerade ein Video. Ich will das Video nicht zu lange halten. Schaut euch das Video bitte von Anfang bis zum Ende an, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wollte euch eigentlich nur berichten, dass jetzt Sarah Gebers offiziell in Haps muss, laut ihrer eigenen Aussage. Denn sie muss hinter schwedischen Gardinen. Ich habe wieder einige TikToks zugesendet bekommen. Ich bin ja auch jetzt nicht so ein Typ, der jetzt auf TikTok extra ihren Namen eingibt und jetzt irgendwelche Sachen von ihr raussucht. Ich bekomme das nur mit, was sie mir auch zusendet und ja. Sie hat jetzt zuletzt einen Livestream gestartet mit einer Eslem, die davor, glaube ich, ihre Freundin war. Keine Ahnung. Jetzt hatten die wohl voll die und keine Ahnung was. Ist auf jeden Fall cringe und lustig gleichzeitig. Ist auf jeden Fall traurig, dass die Jugend so drauf ist, dass die sich wirklich beweisen müssen, ja. Dass sie in so einem jungen Alter sich schon beweisen müssen mit irgendwie, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, so, dass man sich hauen muss und so. Weil da finde ich nicht korrekt, vor allem als eine Frau. So, das gehört sich nicht meiner Meinung nach, dass man sich irgendwie haut. Vor allem als eine Frau, so, das passt irgendwie nicht, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich drehe das Video jetzt auch nicht irgendwie, um richtig Lachkick auf die zu schieben oder so. Ich find's traurig, Digga. Ich find's traurig, dass sie hinter schwedischen Gardinen muss, weil sie ist noch jung am Nachbarn. Hat noch das ganze Leben vor sich und hat sich jetzt schon ihre Zukunft verbaut. Und ich drehe das Video auch, um euch zu zeigen, ey, das ist nicht gut. So, ja, nee, das ist nicht cool. Ihr habt keine Vorteile dadurch, so, eher Nachteile. Ich meine, das ist auch nur gut für euch. Lasst euch nicht blenden von diesen ganzen TikTokern, so, die dann ein auf denen für eine Woche Fame sind und danach komplett verschwinden. Beziehungsweise, man hört danach von denen gar nichts mehr. Lasst euch bitte nicht von sowas blenden, so, das ist wirklich nichts für die Zukunft, wenn man auf TikTok Scheiße baut und dadurch bekannt wird. Das ist nichts für die Zukunft. Was willst du von mir? Leck schon Bindeck Minde, ja, Salame. Was willst du von meiner Eier? Irgendwie liebst du jeden, der gegen dich schießt, irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee. Ich weiß nicht, was das auf sich hat. Ich weiß, du machst das aus Marketinggründen. Also, was heißt Marketinggründen? Sie weiß, glaube ich, gar nicht, was Marketing ist. Aber sie macht das extra, weil sie genau weiß, ey, das ist gerade Gesprächsthema, ja? Diese Sache, dass ich auch gerade über sie rede. Ja, nee, sie liebt mich angeblich. Was soll ich euch dazu sagen? Aber nach das hat sogar 9000 Likes. Lange, wer liked sowas, Alter? Muss am Montag oder Donnerstag hinter schwedischen Gardinen, Allah. Guck mal, Sarah, damit ist nicht zu flexen, ja, das ist nichts Cooles, so. Ja, nee, wenn du hinter schwedischen Gardinen musst, das ist ja nee, nichts Tolles. Damit hast du nichts erreicht. Frag mal jemanden, der in Haps war, der ein paar Jahre in Haps war. Frag den mal, ob das cool ist. Er wird dir ganz genau sagen, nein, das ist Zeit, die der verloren hat. Und er bereut die Sache. Das ist wirklich nichts Gutes, wenn ihr in Haps kommt. Damit beweist ihr nichts, ja, nee, ihr seid nicht cool. Wallah, ihr gehört dann auch nicht zu irgendeiner Gruppe oder so. Ich weiß, sie nutzt das jetzt richtig so aus, keine Ahnung, sie nutzt dieses Thema richtig aus, dass sie jetzt zum Gericht muss und dann ihr Urteil bekommt, ja? Ja, nee, eins steht schon mal fest, laut ihrer eigenen Aussage habe ich im Livestream gehört, dass sie auf jeden Fall reingehen muss. Wie lange, keine Ahnung, dies, das, aber nach kommt die Szene an. Aber nach kommt, was soll man diese verurteilen? Sei mir ehrlich, Bruder, ich glaube nicht, dass sie irgendwie reingehen muss. Keine Ahnung, ich glaube, die nutzt das auch wirklich nur für Promo, Digga. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie wirklich jetzt auf Ernst reingehen muss. Vielleicht muss die Jugend der Rest für 2 Wochen, Digga, das war's aber auch. Da war auch Yunus Amiri drin, wegen damals diese Böller-Sache, deswegen war der ja auch drin. Kannst du ja mal in Yunus Amiri fragen, ob das geil war da drin. Kannst du den mal fragen. Ich glaube nicht, dass der sagt, ja, ey, das war cool. Er bereut das 100 Millionen %. Gegenseitig geschlagen, sag ich jetzt mal so. Ich will jetzt nicht nur sagen, dass ich nur... meine Mutter, wenn das stimmt. Mutter, wenn das stimmt. Und ich habe die Nachricht von meinem Vater tätowiert. Mein Vater soll, wenn das stimmt, dass ich mich mit dir gehauen habe. Ich mich mit dir gehauen habe, das stimmt. Starten die einen Livestream zu viert, zu dritt, keine Ahnung. Und dann diskutieren die darüber, wer stärker ist. Diskutieren die darüber, wer wen gehauen hat. Ja, ne, Walla, was ist das, Amina Creep? Schämt ihr euch nicht? Habt ihr keine Eltern, Alter? Ich weiß zwar nicht, wer dieser Junge ist. Ich kenne den so durch For You-Page und so. Manchmal habe ich den gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was er da zu suchen hat. Keine Ahnung. Das sieht so aus, als wenn er die einfach nur auslacht. Finde ich auf jeden Fall stabil. Aber so, ja, ne, wem wollen die was beweisen, so? Ja, ne, Walla, wem wollen die was beweisen? Ich will jetzt, das soll jetzt nicht so komisch klingen gegenüber dir, aber ich habe dich genommen und du bist von mir ein bisschen weggelaufen. Nein, nein, nein. Einspruch. Ja, seh dich. Du erzählst doch gleich deine Story. Ich bin noch kurz dran. Nein, hier werden ja Aufnahmen gemacht und da werden denken Leute, dass das stimmt, wenn ich die ganze Zeit hier Lügen über mich verbreitet höre. Ich weiß gar nicht, was in Sarah GBS Kopf abgeht, ne? Walla Billa, die findet das wirklich an ihr. Das kränkt sie, wenn Leute denken, dass sie gehauen wurde. Aber das kränkt sie nicht, wenn man weiß, dass sie sich für 100 Mücken. Weißt du, wie ich meine so? Ja, nee. Habt ihr auch schon selbst offen und ehrlich zugegeben, so. Deswegen, das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass die, ja, ihr wisst.
Chacha Chacha macht für ein bisschen Pere und sie ist stolz drauf. Du sollst dich dafür schämen und nicht dafür schämen, dass du gehauen wurdest. Das ist natürlich auch ein bisschen cringe, aber trotzdem, das sind komplett verschiedene Sachen am Menakoi. Das kann man gar nicht vergleichen. Schämt euch mal ein bisschen für euer öffentliches Dasein, Digga. Weil er wie ihr euch zeigt und so. Schämt euch dafür, Bruder. Die Leute, die hier drin sind, wissen gleich, was passiert ist und was nicht. Sollen diese Aufnahme, wenn ich rede, wenn ich den Ball habe, rede ich. Wenn ich diese Fernbedienung anhabe, dann rede ich. Lass sie bitte zu Ende reden. Lass die kleine Lügnerin unter uns zu Ende reden. Erzähl auf weiter. Fall, wir haben uns dann geschrieben. Was noch gehabt, deiner Meinung nach? Was natürlich nicht stimmt. Stimmt nicht? Nein. Hab ich erzähl gleich die Sicht von meiner Ende und zeig auch einen Beweis dazu. Bruder, diese Aufnahme ist doch so cringe, Bruder. Man versteht gar nichts an meiner Queen. Ja, ne, die da oben behauptet, dass sie Sarah GBS vor kurzem gehauen hat. Und die möchte später sogar ein Video veröffentlichen. Hat sie sogar gemacht, habe ich gesehen. Weil ich habe da irgendwie gar nichts erkannt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ne, was ist das für eine Politik dahinter? Ja, ne, warum macht ihr das öffentlich? Ja, ne, wen interessiert das? Ja, ne, Walla, wen interessiert das? Wer ist das überhaupt? Wer ist die da oben, Bruder? Wer ist die da oben, Bruder? Wer ist das? Walla, ich habe noch nie in meinem Leben einmal ihr Gesicht gesehen, Digga. Losgegangen? Deine Freunde. Mit denen du was haben versucht, uns auseinanderzunehmen, haben die ein bisschen nicht geschafft, aber am Ende haben es Tinker und Nur geschafft, meine Freunde haben es geschafft, mich von dir wegzuziehen. Tamam, okay, lo, Batista, lo, ja, da, dieses Batista, aber beim der, go. Am Ende haben meine Leute es geschafft, mich von dir wegzuziehen. Tamam, okay, Amenachim, wer bist du denn, Mann? Amenachim, die denkt Ronda Rousey, Bruder, wenn du, keine Ahnung, wenn du dich irgendwie hauen willst oder so, geh in den Sportclub oder geh in den Boxclub. Lass da deine Aggression raus, aber doch nicht auf der Straße, Amenachim, Walla, seid ihr stolz auf euch, so? Ja, nicht schämt ihr euch nicht, das öffentlich zu sagen? Habt ihr so kein bisschen Schamgefühl? Walla, ja, ich verstehe das, Walla, ich verstehe das nicht, vor allem als eine Frau, Bruder. Ja, sie ist stolz darauf, den Leuten zu berichten, wie sie jemanden gehauen hat. Nee, die ist stolz darüber. Ey, bitte Leute, Walla, tut euch selbst den Gefallen. Nehmt sowas bitte nicht als Vorbild. Walla, ihr macht euch nur selbst damit kaputt. Ihr macht eure Zukunft damit nur selbst kaputt. Dann am Nachhinein, die sind öffentlich und erzählen einfach, wie die sich gehauen haben. Bruder, die hat einfach 1000 Zuschauer gehabt, ja. Walla, die schämen sich gar nicht. Dann, du hast doch auch Nachbarn, du hast doch auch Familie, du hast doch auch Familienfreunde, du hast doch... Ja, nee, wisst ihr, wie ich meine? Damit du... Ist nicht schlimm, du. Nein, sagen, ich zeig das Video, wo man das... Ich will hier erstmal was zu Ende sagen. Du sagst, jeder darf hier aussprechen, ja, obwohl es hier 1000% über mich geht. Warum darf ich denn nichts dazu sagen? Sarah, ich komme hier gar nicht zu Wort. Sarah, jetzt mal ehrlich, du hast sie aber auch nicht ausreden lassen, Amenakrim. Jede zwei Sätze, Amenakrim, unterbrichst du sie. Das ist nicht schlimm. Sie blamiert sich. Sie blamiert sich. Wenn sie das so erzählt, dann blamiert sie sich. Nicht du. Chill doch. Lass sie doch zu Ende reden. Du machst hier einen Roman. Warum darf ich nichts dazu sagen? Nein, du hast doch gerade noch... Ich habe aber nicht über diesen Tag geredet. Und über diesen Tag will ich zuerst reden. Hier sind schon 1000 Menschen drin. Warum darf ich nicht mal über den Tag reden? Sarah, ich bin nicht mal fertig. Wir haben gesagt, wir lassen uns ausreden. Danach kannst du... Ja, aber wenn ich rede, dann hört mir keiner. Jo, guck mal, meiner Meinung nach, wenn euch das wirklich interessieren würde, ja, wenn ihr wirklich was zu klären hättet, hättet ihr das privat gemacht und nicht öffentlich auf TikTok, Digga. TikTok-Livestream, klären die solche Sachen, Bruder, ja, Walla, was ist das? Ja, ihr seid doch nur gefressenes Futter für die Leute, die, keine Ahnung, so diese Meinungsblogger machen. Guck mal, ich will euch nur zeigen, ey, Walla, seid nicht so. Das hat auf jeden Fall Konsequenzen, so, ja, ne, die werden damit nicht weit kommen. Doch, die hören ja zuhören werden. Leute, bitte erst zuhören, wenn die, Person redet, über die es eigentlich geht. Das so. Bin ich. Sarah, sei mal nicht so kindisch, ja. Als ich dich angegriffen habe, hat Eslem, deine beste Freundin, dir geholfen, ja oder nein? Ich rede erst gleich, erzähle ich meine komplette Sicht. Eslem okay. Hat mir geholfen, ja, aber die war mit dem Jungen da unten beschäftigt, weil der Junge da unten sie unbedingt haben wollte. Aber leider ein Korb von meiner besten Freundin. Eslem bekommen hat, dessen Namen ich hier tätowiert habe. Aber nachdem die tätowiert doch von jedem Schwanz den Namen, ne? So musstest du das jetzt erwähnen mit Korb geben und so. Ja, ich finde das auch voll cringe, ne? Walla, das ist auch irgendwie voll das große Thema geworden. Die erzählen auf jeden Fall den Leuten, wen sie gekorbt haben und wen nicht. Und wie sie den gekorbt haben. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele dadurch sehr eingeschüchtert sind, ja? Und sich nicht trauen, irgendwie irgendjemanden anzusprechen. Ja, also... In Ordnung. Auf jeden Fall, ich erzähle jetzt, wie ich das gesehen habe. Ich habe sie angegriffen. Sie hat mir jetzt gesagt, dass sie mich nicht kennt. Ich habe ihr gesagt, du hast mir geschrieben, du hast so und so mir geschrieben. Dann habe ich gefragt, sie ist dann in eine gegangen. Sie dachte anscheinend, dass ich eine Flasche kaufen wollte, weil ich kein Geld habe. Sarah, ich habe genug Geld, so nicht, dass du jetzt das denkst. Aber nachher kommen sie Flex mit 30 Euro. Und das hat sie wahrscheinlich von ihrem Vater bekommen. Walla, das ist echt cringe, Mann. Was soll ich dazu noch sagen, Alter? Eine Frage, Leute. Schreibt das mal bitte in die Kommentare an die Leute, die es wissen. Wie alt ist die da oben? Walla, wie alt ist die? Aber okay, mit 15 war für mich auch 30 Euro sehr viel. Weißt du, wie ich meine? Aber sie tut so, als wenn die, keine Ahnung. Ja, sie flext mit 30 Euro, Bruder. Aber du weißt auch garantiert nicht, wie das Leben funktioniert, Alter. Hättest du gesagt, okay, du hast keine Geldprobleme. Hättest du gesagt, okay, ich habe Geld, aber hättest du mal wenigstens 30 Euro nicht gezeigt, Bruder. Hast dich ein bisschen blamiert. Ich bin auch kein Mensch, so, der jetzt nach Geld bettet oder sonst Scheiß. Mein Vater hat genug Geld bei sich. Auf jeden Fall
ich habe dich angegriffen, meine zwei Freunde haben mich von dir weggezogen und ein Junge, damit ich... Tamam, okay, Amanda Prime, jetzt sind es auf einmal zwei Mädchen, ein Junge haben dich weggezogen, okay, Brock Lesnar, Amanda Prime, diese Brock Lesnar, hallo? Ja, hallo! Und guck, ich hab's euch gesagt, ihr habt das Geld von ihrem Vater, Digga. Sie flex mit dem Geld von ihrem Vater. Wie wär's denn mal mit, ja, sich selbst was aufbauen? Wie wär's denn mal auf seine Zukunft achten? Wie wär's denn mal mit, keine Ahnung, einem Job suchen für dich? Anstatt hier auf TikTok irgendwie Welle zu machen. Weil das, was am Ende jetzt rausgekommen ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr cringe und sehr, sehr traurig für dich. Ich will das jetzt ganz jetzt nicht mehr einblenden, sonst drehen wir das Video noch bis morgen. Am Ende hat auf jeden Fall Sarah GBS von dir Chachach-Videos veröffentlicht. Sehr, sehr cringe. Sehr, sehr traurig. Walla, so macht man nicht. Aber das passiert mit Leuten, die auf TikTok so eine Kinderkacke machen. Weißt du, wie ich meine? Am Ende warst du da und hast geweint. Am Ende warst du da und hast dich verletzt gefühlt. Da tust du mir auch irgendwo leid, sag ich dir ehrlich. So, das ist nichts Schönes. Aber dann hättest du nicht so dicke Eier haben müssen und, keine Ahnung, vor tausenden Menschen einen auf Mann machen müssen. Du bist dann immer noch eine Frau, ne? Nur mal so, du bist immer noch eine Frau. Lern das Leben auf jeden Fall erstmal richtig kennen. Ja? Schau auf deine Zukunft, mach deine Schule erstmal richtig fertig. Und dann kannst du mit deinem eigenen Geld flexen, wenn du das mal irgendwann hast. Aber so Geld flexen vom Vater und so, finde ich sehr, sehr cringe, Bruder. Finde ich sehr, sehr cringe, Bruder. Was soll ich euch dazu noch sagen? Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Bald wird's böse.